Aber ich glaube, hier links kommen wir jetzt eher zur Kiste. Vorhin. Ja. Gab es noch einen anderen Weg, den wir hätten gehen können? Honig erhalten. Sehr geil. Ja, toll, aber. Ja, das ist jetzt genau die Angst, die ich hatte, dass wir irgendwo eine Tafel übersehen haben, vielleicht in irgendeinem Raum, in dem wir noch nicht reingegangen sind oder in dem wir mal kurz dran vorbeigelatscht sind. Ach, jetzt sind die natürlich wieder da, verdammt. Ja, das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Wollen wir selber in diesem Tempel nochmal umhergehen und des Rätsels Lösung suchen? Oder wollen wir cheaten und nachgucken? Naja, das Nachgucken bringt uns wahrscheinlich nicht so viel, wenn man denn das letzte Wort unbedingt finden muss, damit überhaupt eine Interaktion passiert, weil du hast ja jetzt alle Zauber durch. Aber das wäre ja eben das Interessante zu wissen, weil dann können wir wenigstens im Internet gucken und... Wäre nett, wenn das jemand von euch machen würde, oder Lou, wenn du das machen würdest, weil wir können aus dem Spiel jetzt nicht so raus. Ja, die Lösung für den Lichttempel, Lichttempel ist das, ne? Ja, wo das Gottbiest des Lichtes eben zu finden ist, da gibt's ein Rätsel. Moment, da schreibt gerade jemand was. Seid ihr bei Lichtgott oder Dunkelheitsgott? Ich bin Dunkelheit, Liese und Angelo sind Licht. Hering, nimm an den Tafel Noctum. Das ist mehr als das nicht, du musst nichts finden. Aber ich bin nur der Meinung, ich habe Heulenaura gemacht. Ach so, warte mal. Warte mal. Das ist doch auch Blödsinn. Wenn ich Licht wäre. Was geht denn nun? Das ist ein sehr schlimmer Zauber. Alter, 400! Mhm. Nee. So, jetzt. Rote Schillerlocke, hallo! Wieso sind denn jetzt beide wieder auf 1? Was ist denn das? Achso, weil er gestorben ist. Ah, Level up! wieder Licht. Utilität, ne? Ja. Okay, ihr müsst da einen Lichtzauber und einen Dunkelzauber sprechen. Benutze beim linken Laterne und beim rechten Nocturne. Verlass den Raum. Ich heile mal so lange. Aber ich habe doch beim linken Laterne genommen. Oder weil ich beim ersten Mal... Ne, Moment, wir gehen da jetzt nochmal in den Raum rein. Vielleicht lag es ja auch daran, weil ich beim ersten Mal im Raum reingehen die falsche Zauber gesprochen habe. Achso, du meinst, dass man dann aus dem Raum rausresetten sollte? Ja, ja, irgendwie so. Ja gut, das könnte sein. Achso, das ist ein Wenn es wirklich nur das ist, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass wir nachgucken haben lassen. Weil, ja, nö, wir wussten ja eigentlich, dass wir jetzt lösen. So. Richtig, das war nur, ja, blöde Ausführung, verdammt. Huch. Sodeli. Kraut ist wunderbar. Dass wir wieder nur einen Schaden machen, ist weniger wunderbar. Mhm. Also eigentlich kann man sich hier wirklich nur mit den Superattacken über Wasser halten, ne? Sehr schön, dass das Angelü nämlich mit Wollust betreibt. Und wenn man von ihr spricht. So. Na, wenn Intelligenz nicht spielt, Vitalität, ja. Ja, komm an, Vitalität. Okay, versuchen wir es nochmal. Gut. Also, beim linken Laterna. Was dann ja. Gottes Zorn jetzt ist? Nichts passiert. Beim rechten Nocturne. Was ja Höllenaura wäre. Nichts passiert. Hä? Dort verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich irr nicht. Nichts passiert. Heute passiert nichts.
Benutze beim linken Laterne und beim rechten Nocturne. Verlasse den Raum nach Süden und du findest... Ja, dass du verlasse den Raum ist ja egal. Das brauchen wir ja alles nicht. Wir brauchen das, was deins ist. Benutze beim linken Laterne und beim rechten Nocturne. Laterne, Gottes Zorn, oder nicht? Das ist blöd. Dass man, oder kann man das irgendwo nachschauen, was denn jetzt welcher Zauber ist? Das ja, müsste doch Gottes Zorn sein. Mal im Inventar nochmal gucken. Also beziehungsweise wir hatten ja die Zauber irgendwie. Magic. Oder? Nee, Fähigkeiten. Nee, Moment, wir sind bei Hawk. Warte. Achso, du musst Select drücken. Achso. Lese. Nee, Angelü. Was? Nein. Seht ihr die Fähigkeit, die du testen willst? Gottes Zorn. Nee, hier steht auch kein Element mehr dabei. Fehlt übrigens links noch ein Zauber, aber egal. Doch, sonst kommst du nicht weiter. Ja, nee, get it memorized. Es ist erstmal irrelevant, ob wir aus dem Raum rausgehen, weil wir den Zauber ja noch nicht fertig hatten. Ja, darum geht's ja. Weil es sich nicht einsetzen lässt. Da hängen wir. Dass wir dann danach aus Süden, südlich dem Raum raus müssen, das ist uns schon klar. Nur wenn das bis dahin noch nicht funktioniert, dann bringt uns das jetzt noch nicht so viel. Ich hab doch alle Zauber hier ausprobiert. Was macht man ja eigentlich, wenn man keinen Zauberer im Team hat? Das ist eine sehr gute Frage, aber was macht man da generell? Dann hast du ja verloren. Das verstehe ich nicht. Ach so! Alter! Mensch, aber ich hab doch jetzt nur beim linken Laterne gemacht, ne? Ach so, ja, stimmt, genau. Aha! Ah, du hörst rauschendes Wasser! Wie klingt das? Weiß ich nicht. Rauschend, so, nach Süden raus und wir sind wieder relativ am Anfang, ja. Oh ne, nicht ne. Maximale Energie runter. Und alle stumm, sehr schön. Sprechen ist eh überbewertet. Vor allem im Let's Play. Wohin sollten wir jetzt gehen? warte. Komm, dann lesen wir uns das gleich durch, sonst... Verlassen wir uns nach. Halte dich westlich und benutze dieses Mal die zuvor ignorierte Treppe nach Norden. Wir haben eine Treppe ignoriert. Spinatas fragt, wie viele Gottbiester haben wir noch vor uns? Vier. Ja. Wir haben erst die Hälfte geschafft. Wobei nur noch drei auf der Karte zu sehen sind. Also wo das vierte ist, wissen wir noch nicht. Ich schätze mal im Malerland, oder? Das wird wahrscheinlich Sinn ergeben. Vielleicht. Quatsch. Dann kann es mit 2020 eng werden. Im positiven Sinne, hoffe ich doch. Nee, ja. Es sind wieder die blöden Viecher. Ja, und schon geht's los. Aha. Oh, scheiße, wir haben keine Schokolade. Wer hat denn? Du und ich. Verdammt. Alles klar, danke, Helena. Ciao. Jo, tschü. Bams, bams. Wessen Idee war das eigentlich nochmal, das damals zu spielen? Deine. So, es war alles deine Idee. Deine. Ja. Stimmt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so ein anstrengendes Spiel werden könnte. Ja. Ich meine, der Gedanke war auch so verlockend, deswegen habe ich damals auch ja gesagt. Ich meine, das erste Mal, dass ich dann einfach auch mal sehe, das Spiel. Mhm. So. Halte dich westlich. Und. Treppe Richtung Norden, aber da sind wir jetzt eigentlich weg, ne? Ach, nee, Moment. Hier? Doch. Nee, oder? Du meinst den Saal da oben? Ja, ja. Ich glaube. Oder? Ach ja, das, man sieht die Treppe. Man sieht dann eine Treppe rechts. Vielleicht ist es die. Na gut, da werden wir gleich. Ja.
Übrigens, diese Streifen kommen nicht nur beim Szenenwechsel, sondern auch im Menü. Ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es kann durchaus sein, dass es der Stream ist. Ansonsten hoffe ich, es ist nicht zu schlimm. Ich würde gerne wissen, was für Streifen die meinen, aber gut. Ja, ich kann es mir jetzt auch nicht so richtig bildlich vorstellen. Okay. Da ich ja sieht keine Streifen. Mhm. Ja, vielleicht ist dann wirklich irgendwas mit Stream. Dann tut das mir leid, aber ja. Das Internet hier ist definitiv nicht das Geilste. Waren Moment. Wir hier schon? Ja, hier waren wir ja eben durch. Ach nö. Hier sind wir ja eben durchgegangen schon mal, oder? Ja. Aber so richtig habe ich jetzt offen gesagt auch keine Peilung mehr. Gut. Lass uns einfach weitergehen. Okay. Nee, so gehen wir wirklich nur den normalen Weg, ne? Ich glaube, das ist falsch, was wir gerade machen. Ach, wir haben ja immer sicher. Wir haben immer noch keine Schokolade nachgerüstet, Mist. Richtig. Ja, ich kann es mir jetzt auch gerade nicht so richtig... Oh, ey. Ich komme nicht mal dazu, mich zu wehren. Ich kann es mir jetzt auch noch nicht so richtig erklären, ob wir hier lang gehen sollen. Ich glaube, du hast recht, wir sind hier irgendwie falsch. Sonst gehen wir eben nochmal im Kreis, haha. Yeah. So kann man die Level, die wir verloren haben, auch wieder aufholen. Richtig. Tralala. Ja, aber das ist leider auch irgendwie so ein bisschen das Problem von dem Spiel, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob ich das nochmal privat so durchspielen würde. Mit anderen Charakteren meinst du jetzt? Ja, generell. Irgendwie... Ich weiß nicht. Also es kommt, die Zeit in dem Spiel kommt mir länger vor, als sie wirklich ist. Und das ist ein schlechtes Zeichen eigentlich für ein Spiel. Eigentlich sollte die Zeit ja in dem Spiel verfliegen. Und irgendwie fühlt sich das Spiel immer so unfassbar träge und langatmig an. Ja, mit dem Level hat man jetzt aber doch ja, schon so ein kleines Handicap. Also von daher... Das stimmt, ja. Also gestern war es definitiv flüssiger und angenehmer, das stimmt schon, ja. Übrigens weiß ich mittlerweile nicht, ob du tatsächlich noch den höheren Lackwert hast oder nicht. Das weiß ich auch nicht. Jetzt gehen wir hier so weit und keiner weiß von uns, ob wir hier richtig sind. Ich tendiere ja spontan gerade dafür, einfach an den Gegnern vorbeizulatschen. Das mit Schokolade sollten wir übrigens langsam mal machen. Ja, scheiße. Was hältst du von der Idee mit vorbeilatschen? Naja, wie gesagt, Erfahrungspunkte, ich weiß nicht. Es ist alles so. Ja. Oh. Das stimmt, Schnubbi, obwohl ich Secret of Mana geliebt habe, konnte ich mich auch nie dazu bewegen, Secret of Mana 2 durchzuspielen. Ja, ich verstehe, warum du so denkst. Schokolade, halt mach erstmal, Menü. Wobei ich da kurz einhaken möchte, ist Secret of Mana, also der erste Teil, jetzt in der Hinsicht wirklich viel besser als der zweite Teil? Ich weiß es nicht, das ist viel zu lange her. Ich habe nicht mehr gespielt, also... Ich könnte jetzt das auch nicht mehr 100% sagen, ob das so viel toller war, weil es einfach auch bei mir zu lange her ist, seit ich Secret of Mana 1 gespielt habe und vor allen Dingen durchgespielt. Ich weiß nicht, ob das so viel besser war, aber... Das ist auch so ein Punkt, ich habe mir Secret of Evermore auch wieder geholt, weil ich damals ein riesen Fan davon war. Ein Kollege von mir hat sich Secret of Mana geholt und ich mir Secret of Evermore. Und ich war ein totaler Fan eigentlich von dem Spiel, ich fand das super und habe das auch gerne durchgespielt, aber ich hagere so ein bisschen mit mir, ob ich das nochmal durchspielen würde. Echt? Ja, ich weiß nicht, also ich habe es immer mal wieder angefangen und hatte dann halt nie, war nie so wirklich in Stimmung dazu, dann wirklich zu spielen. Aber...
Also ich hab noch viele Stellen im Kopf, die sich echt gezogen haben. Oh, ich verliese. Wobei ich gerade Evermore irgendwie jetzt noch ein bisschen in der Hinsicht irgendwie besser finde als Secret of Mana. Also. Ich fand's auch, der einzige Aspekt, der mich genervt hat bei Secret of Evermore, war halt, warum der zweite Spieler nicht den Hund spielen konnte. Das fand ich traurig irgendwie. Weil in Secret of Mana war der Multiplayer drin und ich dachte mir, ja toll, den will ich auch haben, warum hab ich den nicht? Ja. Aber ansonsten, also auch wenn ich eigentlich mehr so vom Setting her für Secret of Mana wäre, rein so ganz generell, fand ich dann irgendwie Secret of Evermore von der Atmosphäre her doch geiler.